Moin moin bei Affenfratze. Ich möchte euch heute ein kleines Herzstück zeigen. Und zwar wollen wir mit euch Ni No Kuni The Board Game euch vorstellen. Aber bevor wir das tun, ein bisschen Background zur Story. Dennis hat mal was organisiert für mich, und zwar Ni No Kuni, die Kingdom Box Edition. Kings Edition. Es ist nämlich eigentlich ein PlayStation 4 Spiel. Genau. Und dazu gibt es verschiedene Boxen. Es gibt die Prince Box Edition und halt die Kings Kingdom Edition. Und dann gibt es das ganz normale Spiel. Und es gibt das ganz normale Spiel, das ist ja klar. Und die ist halt super, super teuer. Und Dennis hat jemand im Angebot für mich geschossen. Da war ich sehr froh drüber, weil ich liebe dieses Spiel. Ich habe schon Ni No Kuni 1 gespielt für die PlayStation 3. Mein erstes Tattoo ist damit entstanden, mit den Zeichensymbolen. Also es ist ein Anime-Spiel. Es sind Studio Ghibli ist da mit involviert. Deswegen schlägt mein Herz da auch sehr hoch für. Und ja, ihr seht, da ist so ein richtig cooles Aufklappbild. So ein Pop-Up-Bild drin. Das ist die Schallplatte. Genau, und da ist die Schallplatte mit dem Soundtrack vom Spiel, der auch super, super schön ist. Ni No Kuni 1 ist so ein bisschen rundenbasiertes Game, und Ni No Kuni 2 hast du eher so ein bisschen Open-World-Feeling. Und wie nennt sich das denn? Das ist Open-World. Open-World, ne? Genau, das ist das Artbook dazu. Also wirklich, wirklich schön. Es gibt Making-of auf DVD. Aber das Allerbeste an der Box hol Dennis gerade raus. Und weil ich vergessen habe, den Schniepel da richtig rein zu tun. Ja. Guck mal, da ist doch der Schniepel. Nein, das ist die andere Seite. Ach so. Also es gibt extra hier so eine Rausziehhilfe, wie auf der Seite. Aber Lisa, wenn die irgendwelche Sachen einpackt, die schmeißt das immer nur rein. Das ist immer so ein bisschen unlieb, obwohl sie dann immer sagt, ja, das ist aber da. Ich würde sagen, es ist eine Challenge, die man bestehen muss. Mit dir ja. Genau. Ihr seht hier einen wunderschön designten Karton, und diesen wunderschön designten Karton, ich glaube, die stand bei uns tatsächlich auch mal als Deko rum, oder? Die war ja noch, die war nicht immer im Karton, nur als wir umgezogen sind, hat sie den Weg nicht mehr rausgeschafft. Sadness. Ich habe gar keinen Platz mehr. Die stand vorher bei der, neben bei der Dreier- Platz? Oder Zweier-Kalax, was links, wenn du in die Wohnzimmer gekommen bist, oben hing. Da oben stand das mit drauf bei den Mangas. Oh mein Gott, da die Dennis. Mangas da jetzt dastehen, ja, wo der Schallplattenspieler und die Anlage draufsteht, deswegen passt das nicht mehr. So, ich zeige euch jetzt den besonderen Schmankerl. Obacht. Ja, ihr seht richtig, es ist eine unglaublich wunderschöne Spieluhr. Mit den Katzenohren, weil es geht auch darum, dass ein kleiner Katzenprinz sein Königreich aufbaut neu. Das ist hier Erin. Katzbuckel. Also Katzbuckel heißt sein ehemaliges Königreich, aus dem er vertrieben wurde. Ja, ich kann euch das nochmal. Und jetzt mache ich die mal, drehe ich die mal auf. Und ich lasse euch mal mein Mikrofon hören, wie sie sich anhört. Das schlägt aus, ja. Könnt ihr das schauen? Es dreht sich halt auch. Ja, es ist so schön. Jetzt versuchen wir Evermore aufzubauen, ne? Genau, die ist gleich fertig hier. Und wir versuchen Evermore, das Königreich, in dem es auch in die Ni No Kuni 2 geht, aufzubauen. Das passiert wie folgt. Ich habe euch hier schon mal den Aufbau gemacht. Vielleicht, Dennis, würdest du einmal umschalten. Bist du so lieb. Immer noch. Genau, hier seht ihr den Aufbau von dem Brettspiel. Also es ist wirklich nicht komplex, das kann man schon mal vorweg sagen. Aber es ist halt so ein... Die guten Sachen haben wir euch schon gezeigt. Jetzt. Genau, den Fellanteil, der ist schon erledigt. Also hier haben wir das Spielbrett, das wird als erstes aufgebaut. Dann gibt es die Kingdom-Karten, das sind die hier, also die Königreich-Karten, die später hier platziert werden. Das wird in der Königreich-Bauphase gemacht. Die platziert ihr hier 5 Stück einfach darunter. Wenn ihr mit mehr als 3 Leuten spielt, kommen hier nachher auch noch Karten hin. Das heißt, die müssten dann einfach etwas weiter runter platziert werden. Mit 3 oder mehr? Mit mehr als 3. Nein, wenn du mit 3 spielst auch. Ja. Ach so, ja, okay. 3 plus. Ja. Also da müsst ihr halt Platz hier lassen. Und dann gibt es also hier die Karten, die nachgezogen werden, und hier die Upgrade-Karten für das Königreich. Aber wie gesagt, dazu nachher in der Königreich-Bauphase mehr.
Dann habt ihr hier diese Slots, die wir gerade schon kurz erwähnt haben. Da werden die Quests drauf platziert. Die haben eine Rückseite, die sieht so aus. Und die legt ihr aber umgedreht hier hin, dass ihr mal sehen könnt, was für Ressourcen ihr später bekommt. Es gibt die Ressourcen, ja, Geld, Erfahrung ist das hier und Äpfel. Ja. Weil das sind die Ressourcen, die man braucht, um ein Königreich aufzubauen. So. Geld, Äpfel und Wissen. Ja, genau. Es gibt noch spezielle Tokens, das sind hier diese Träne der Weisheit und die super coolen Süßigkeiten. Und saure Bonbons. Saure Bonbons. Und die Träne lässt euch einen Würfel nochmal neu würfeln später und einen sauren Bonbon gibt euch einen Würfel zu einem Würfelwurf hinzu. Genau, die sind halt einmalig verwendbar auch, so wie die anderen Ressourcen. Und saure Bonbons gibt es zum Beispiel auf den Monstern hier, die wir danach platzieren. Also ihr legt überall die Questkarten hin, dann legt ihr überall ein Monster da drauf und sucht euch einen der beiden Endbosse aus. Es gibt einmal den Doloran und den The Horned One, der Gehörnte. Genau, der einzig wahre Gehörnte. Aber wir spielen heute gegen Doloran. Und die haben auch jeder eine spezielle Fähigkeit, so wie manche Monster. Hier, der hat eine spezielle Fähigkeit und der auch. Hier ist es so, wenn... warte, Moment. Wenn die Questkarten, also diese Karten, neu bestückt werden, weil wir die Quests erfüllt haben, genau, kommen die Questkarten nicht mehr mit der Vorderseite aufs Spielfeld, sondern mit der Rückseite. Hier sehen wir auch, mit wie vielen Leuten wir das bekämpfen müssen. Und wir wissen dann einfach nicht mehr, welche Ressourcen wir dafür bekommen. Genau. Die verschiedenen Monster haben auch eben nochmal Fähigkeiten, solange der hier liegt, kostet uns jede Stadtkarte ein Gold mehr. Solange diese Karte hier liegt, kostet unsere jede Kingdom-Karte, also Königreichskarte, kostet einen Apfel mehr. Der hat nichts, der hat nichts, der hat nichts, der hat nichts. Wir haben hier einmal die Fight Value, also den Kampfwert. Das sind in verschiedenen Farben. Dort haben wir Blau, Grün und Gelb. Gelb ist Nahkampf, Grün ist Fernkampf, Blau ist magischer Schaden. Unsere Helden haben dementsprechend das auch und haben da also verschiedene Werte drin. Guck mal, das ist glaube ich ein bisschen unscharf, weil die Kamera nicht autofokussiert. Und ja. Genau, außerdem hat jeder Charakter, den man erhält, auch noch eine Sonderfähigkeit. Also es gibt Ehren, das ist halt der kleine Katzenprinz. Dennis hat... Evan. Ach, Ehren hieß ein anderer. Ja, Evan, genau. Es gibt auch noch andere Charaktere, die in dem Spiel vorkommen. Also da schlägt das Fanherz auf jeden Fall höher. Genau, wir haben das Spielfeld aufgebaut. Es gibt hier noch die Zeitmarker. Denn nach jeder Runde... nach jeder Runde wird so ein Marker abgelegt. Und wenn wir unten angekommen sind und wir es nicht geschafft haben, diesen Wert des Gegners, ach Quatsch, wir sind hier, müssen das bei zwei Spielern machen. Genau, wir müssen den Wert von 11 mit unserem Königreich nachher übersteigen. Jede Königreichskarte hat hier nochmal einen Wert. Zum Beispiel ist, ich weiß, kann das auf dem Kopf gerade gar nicht lesen, der Garten hat einen Wert von 7. Und wenn wir den hätten, hätten wir schon, ne, fehlen nur noch 4 Punkte, aber... Er ist auch dementsprechend teuer mit 2 Wissen, 6 Gold und 6 Äpfel. Also wir müssen müssen den Wert überschreiten plus den Wert der Monster, die noch auf dem Feld sind. Ach ja, stimmt. Das, war das auch noch gehört dazu. Genau. Und wie funktioniert das Ganze? Also wir setzen unsere Figuren hier rauf, zum Beispiel eine hier. Du hast die Knuffis noch nicht erklärt, oder? Genau, und eine hier, und das wollte ich jetzt nämlich machen. Wie gesagt, sind wir nur zu zweit, manche haben mehrere Slots und wir haben als Support die Gnubbies, in Englisch sind es die Higgledies, sehr, sehr cute. Ich zeige euch mal. Also das sind so ganz kleine Chips und auch die haben so einen kleinen Wert. Die haben immer einen Wert von 1, also das sieht man auch auf der Rückseite der Karte. In jeder Fraktion, ob nah, fern oder magischer Kampf, haben die immer 1. Die haben keine speziellen Fähigkeiten, aber sie sind halt wie so ein quasi Supporter. Ne? Sie besetzen auch einen der Questfelder und sie haben halt einen Würfel, den sie mitbringen. Genau, denn die Sachen, die 1 und 4, bei mir zum Beispiel, heißt, ich würfel mit einem Würfel, weil ich Nahkampf 1 habe, habe ich aber 4 bei magischen, habe ich auch 4 Würfel, die mir zur Seite stehen. Die Sonne, die wird hier, oder na, dieses Symbol wird hier als 6 gedeutet, ist also kein Fail oder sowas, die wird einfach nur... Halt custom sein. Ja, um das nochmal besonders fancy zu machen, machen wir daraus einfach so ein komisches Zeichen drauf.
Na gut, ja, genau. Und dann ist es so, dass wir uns aussuchen, welche Quest wir erledigen wollen. Das ist nämlich natürlich am besten, wenn man guckt, welche Ressourcen man haben möchte, um dann dementsprechend einzukaufen und was man halt auch besiegen kann, ne? Und da wird als erstes nachgeguckt und wir spielen kooperativ, also wir spielen zusammen. Dann machen wir das, wir suchen das aus. Als nächstes wird dann geguckt, okay, können wir das schaffen? Wir würfeln das Ganze aus und dann würden wir die Monster besiegen, die Ressourcen bekommen, würden dann einkaufen für unser Königreich und Karten hier platzieren Und dann und geht's von vorne dann los. werden die Quests neu gelegt, die Monster neu ausgelegt und dann geht es wieder von vorne los. Man kann auch während des Spiels, wenn man ein Gebäude gekauft hat, für die es ein Upgrade gibt, eine Upgrade-Karte kaufen. Genau, das wird dann auch immer auf der Karte angezeigt, ob das möglich ist oder nicht. Und dann sucht man sich die raus und baut die einfach auf. Genau, die zum Beispiel hat ein Upgrade, die hat so ein kleines grünes Symbol an der, und da kann man sich die entsprechende Karte, die man braucht, Ja. raussuchen. Ja. Genau, und dann hat man hier den Stapel. Um mehr geht's tatsächlich nicht. Ne, das ist das ganze Spiel, dann lass uns auch mal anfangen. Du hast dich schon entschieden, wa? Das ging ja flott. Gibt's? Ach so, weil das alles mehr kostet, ne? Erstens kostet das mehr und zweitens hat das die meisten Ressourcen. Hier kriege ich zwei Ressourcen beim 15er, hier kriege ich acht Ressourcen beim 16er, hier kriege ich zwei Ressourcen beim 8er, das sind zwei Ressourcen beim, okay, vier. Aber hier ist auch eine Träne, das ist halt echt gut, ne? Da gibt es tatsächlich noch eine Träne. Hier gibt es nochmal drei Äpfel on top. Also ich würde eigentlich gerne den wegmachen, aber ich glaube, das schaffe ich mit zwei Würfeln nicht, ne? Das ist ein bisschen schwierig. Ja, die Sache ist, ich stelle mich mit, also man kann, also man muss halt alle Questfelder besetzen, aber man kann auch mehr drauflegen. Das Das mache ich. stimmt. Meine Fähigkeit bei Bracken Meadows ist, dass ich also eine Fight Value, also einen Kampfwert erhöhen kann, also sprich einen Würfel mehr kriege. Und ich kriege halt zwei für Nahkampf, das sind zwei Würfel. Für den Higgledy kriege ich einen Würfel, das sind vier Würfel plus meine Fähigkeit. Ein Fight Value sind fünf Würfel und muss damit auf 16 kommen. Ich glaube, damit habe ich schon eine gute Chance tatsächlich. Sonst mach du doch was Einfaches, weil wir brauchen safe irgendwelche kleinen Ressourcen noch. Ja, dann mache ich den hier. Und mit meinem Einhegel-D kann Kannst ich mich nichts machen. unterstützen? Ja, komm, dann Weil unterstütze ich dann dich. kann ich, darf ich sechs Würfel würfeln. Okay, so, dann würde ich sagen, das haben wir ausgewählt, jetzt würfeln wir. Ich fange mal an, ne? Willst, ja, du würfelst nur mit Zwei. zwei. Das wird aber zu schaffen sein. Puh, ja, mach. Sagte sie Und und würfelte würfelte eine eine vier. Vier. Nee. Gut, habe ich nicht geschafft. Ja, hätte ich auch. Gut, ja, du hast jetzt auf jeden Fall Safety wahrscheinlich. Ich muss auf 16 kommen. Wow. 12, 16, 19. Na gut, wenigstens eins. Den haben wir besiegt hier. Ich danke dir. Der geht einfach zurück, da passiert nichts. Dann haben wir den besiegt. Der bringt uns noch mal drei Äpfel plus. Die Oh, Quest, hier. drei Gold. Drei Wissen. Und nochmal zwei Äpfel. Das sind hier vier Äpfel, die du hier hingelegt hast. Achso, nur ein. Ja. Ja. Okay. Dann haben wir den besiegt, dann kommt der weg. Auf dem Ablagestapel, genauso wie die Quests. Genauso wie diese Quest. Und Wird dann gejobbt. wird geshoppt und das können wir uns dann kaufen gerade. Wir müssen einen Apfel mehr bezahlen, ne? Da müssen wir Ja. dran denken. Aber wir haben ja fünf. Natürlich können wir uns nur die oder die schon mal von den Äpfeln her leisten. Von den Büchern her können wir uns nur die leisten und von Gold können wir uns keine leisten. Die da hinten. Wir können in der ersten Runde gar nichts kaufen. Nee, warte mal, wir können aber mein Ehren, mein Evan, wie sage ich immer Ehren? Evan kann doch tauschen. Once per turn, Evan can exchange any two resources in the inventory for any two other resources. Wir könnten das tauschen. Aber dafür brauchen wir ja keine Äpfel. Das heißt, wir könnten zwei Äpfel tauschen gegen was anderes. Ergibt trotzdem keinen Sinn. Wieso? Können wir die nicht kaufen? Und hier gibt es ja, kriegst du ein Ein Buch Wissen. immer einen Ja, aber Erfahrungspunkt die hat zu? nur ein Value von 1. Also eine 1. Also wir sollten ja gucken, dass wir unser Königreich stark aufbauen. Ja, sonst können wir doch einfach nur ein umtauschen in vierer Gold. Dann hätten wir vier Gold, drei Erfahrung und vier Äpfel und könnten doch die kaufen, oder nicht?
Ja, kann man. Dann machen wir das so. Also den würden wir jetzt quasi tauschen mit der Fähigkeit von Evan in ein Gold. Und dann hätten wir genug 4 Gold und genug Erfahrung und auch genug Äpfel, um uns ein Königreich teilzukaufen. Genau, wir haben den einen Rundenmarker entfernt schon. Das hat Dennis schon getan. Dann werden die Quests nachgelegt durch unseren Endboss, aber andersrum. Und dann wird noch ein neues Monster aufgedeckt. Du hast die, so rum gehören die, du hast sie aufgedeckt Oh, hingelegt. sorry. So. Ja. Und wir kriegen jetzt jede Runde eine Dings, einen sauren Bonbon. Ich weiß gar nicht mehr, was die gemacht haben. Das hattest du gerade Genau, erwähnt. das Das war. gibt dir zu deinem Würfelwurf einen Würfel dazu. Dann kriegen wir jetzt, ne? Ja, genau, weil jetzt So, neuer Zug jetzt anfängt. fängt Turn Nummer 2 an. Und dann müssen wir uns tatsächlich, sollten wir uns um den hier kümmern, weil der uns die Kosten erhöht. Ja, würdest Und du der dann. Rest ist wieder nebensächlich. Weil ich würde ja dann den machen, weil der so einen magischen hat. Und da habe ich ja schon 4 Würfel. Ja, setze ich den und meine beiden da drauf. Da muss ich mit 4 Würfeln auf 15 kommen. Und du? Und mit den beiden Hegeldies könnte ich ja was Kleines machen. Guck mal, könnte ich ja vielleicht den machen. Wäre ein Safe Call nicht irgendwie sinniger, anstatt, weil du würfelst hier 4, dann müsstest du mindestens immer eine 3 oder 4 haben. Okay. Danke, ich Kannst voll. lieber mal sicher spielen. Ein, Okay. zwei. Achso, nee. Ich kriege ja sowieso 2, 3, 4, 5 Würfel habe ich wieder. Dann versuche ich mal auf 15 zu kommen. Drück mir die Daumen. Das sieht gut Jo. aus. Das sind 12, 20, 25. Boah, den hast du weggefetzt, ey. Dann haben Komplett. wir den. Oh, wir hätten hier Ja. noch die Quest mit den höchsten Ressourcen wegschmeißen müssen. Ach so. Und das wäre die gewesen. Ach so, okay. Ja. Dann wird die noch abgeworfen und das Monster dazu auch. Und Und da dann wird das müsste es noch nochmal neu neu aufgedeckt. face Da siehst du, da haben wir down. nicht gelesen. Hier haben wir. Also würfel du erstmal, damit wir hier weitermachen können. Okay. Gut, ich würfel. Ich krieg 4 Würfel und nochmal plus 2, weil ich die beiden Regel, die Hegelis ich da habe. habe. Knuffis in Deutsch. 12, 16, 19, 21, Ja, 23. auch der wurde Auch weggeschnetzelt. der wurde glorreich besiegt. So, dann nehmen wir unsere Sachen hier mal eben zurück. Genau. Und gucken, was wir an Ressourcen bekommen. Steht da noch irgendwas unter am Text? Ja, hier Ja. bekommt man noch was. Hier bekommen wir noch einen so einen Sauren Bonken. sauren Drop, ein Buch, ein Gold. Hier das ist mal Genau. unser Vorrat. Dann ist die Karte abgehandelt. Dann Dann haben wir noch ein ein Wissen, Buch. einen Apfel. Abgehandelt, hier gibt es 3 Gold für. Das hat sich gelohnt. Und nochmal einen Sauren sauren Drops. Bonbon für die Sehr andere gut. Karte. Okay. Jetzt kann ich wieder shoppen gehen. Dann haben wir, sieht unser Kontostand immer noch nicht so rosig aus. Aber jetzt müssen wir jedenfalls nichts. Oh, warte Doppelt. mal. When you fight Ach, das hat this. alles drin. Da musst du einfach den höheren Würfel nochmal würfeln. So, wir können wieder Ressourcen tauschen, auch 2 Stück, das dürfen wir nicht vergessen. Wir müssen auch gucken, was jetzt sinnig ist, ne? Oder wir sparen halt und holen uns nachher irgendwann mal den, so ein Ja, Siebener. ich bin, glaube ich, gerade für Sparen, weil wir haben einen Apfel, 2 Wissen und 4 Gold. Damit können wir theoretisch gar nichts kaufen. Gut wäre es halt auch, wenn man irgendwann ein Königreich hat, was man upgraden kann, ne? Also will ich erstmal sparen auf das und dann mal gucken, Na. was noch kommt. Okay, da sind wir uns einig. Wir können ja so viele Karten kaufen, wie wir Genau, lustig da sind gibt es in kein der Phase. Limit. Ich nehme den Zweier-Chip wieder runter. Das haben wir jetzt Runde 2 auch gespielt. Die Monster werden replaced. Gibt es da irgendwas, worauf wir achten müssen? When fighting this monster. Wenn der bekämpft wird, muss man den niedrigsten Kampfwert nutzen. Und hier müssen wir einen sauren Drop abwerfen, wenn wir den bekämpfen wollen. Okay. Und da hinten war, da müssen wir den höchsten Wurf nochmal würfeln. Genau. Ja, hier, guck mal, hier hätten wir immer schon mal zweimal Wissen, zweimal Äpfel, ein Wissen, zwei Äpfel. Der niedrigste Kampfwert ist bei mir immer die 2. Also ich würde, ach so, ja, dann würdest du den ja besser bekämpfen. Ich kann aber auch den da hinten bekämpfen. Also die haben auch immer den höchsten Wert hier nachher. Und Genau, deswegen bekämpfen richtig. immer Wir die mit dem höchsten sollten Wert, beide. dass die weg sind.
16 könnte ich machen. Da könnte ich wieder drauf gehen. Das wären 3, 4, 5 Würfel wieder, mit denen ich 16. Wir haben ja noch die Sound Drops und Neuwürfel, ne? Nee, Genau. zum Würfel dazu Zum Würfel packen. dazu packen. Also, da müssen wir sowieso einen abgeben, um gegen ihn zu Ja. kämpfen. Achso, das ist dritte Runde. Wir kriegen auch nochmal einen wegen unserer Stimmt, wegen Karte. unserer Das heißt, wir haben coolen. 4. Perfekt. Dann könnten wir einen abgeben. Ich nehme noch einen dazu und habe ich 6 Würfel und das müsste eigentlich safe sein. Sagt er in seinem jugendlichen Leichtsinn. Dann würfelt hier 6 mal eine 1. Nein, sag es nicht. Du gibst einen Drops ab. Einen Drops muss ich ab, weil ich den Würfel. Weil ich den falte. Du faltest dann den, Ja, oder was? genau. Ich gehe dahin mit meinen zwei Higgledys. Das heißt, ich kriege drei Würfel. Ich muss ja mein Schwächstes nehmen. Es ist eine Eins. Ja, dann Und das kriegst du heißt, 3 Würfel, aber geben wir nochmal so einen sauren Drop aus, dann kriegst du einen vierten dazu. dann fange ich diesmal an. Da fangen wir an hier. Ja, Geschafft. das sieht doch gut aus. Zack. Dann haben wir den besiegt. Ich gebe nochmal einen aus, um 6 Würfel zu nutzen. Dann haben wir 3 saure Drops ausgegeben. Ja, aber wir kriegen ja auch immer einen dazu, ne? 9, 15, oh, 20. Ja, perfekt. Dann haben Easy wir den peasy. auch besiegt. Dann bekommen wir wieder diese. Also, wie ihr seht, das Spiel ist super simpel, super einfach. Ich mach mal die hier an Da steht Ressourcen. Man kein. kriegt fünf Bücher. 2 Äpfel, Ein Gold. 2 Bücher. Zwei Ja, Bücher Äpfel. sind aus. Zwei Äpfel. Ja. Ich würde sagen, jetzt Die können hast du wir. Ja, abgehandelt. Jetzt jetzt. können wir Und shoppen wie? gehen. Und wie gesagt, falls uns was fehlt, wir haben immer noch Zwei, meinen Charakter, der zwei vier, tauschen kann, zwei Ressourcen. sechs. Ja, wir müssen einmal Gold brauchen wir hier ein Buch weg. Einmal Gold, dann haben wir auch 6 Gold. Dann brauche ich noch zweimal Wissen. Dann geht das alles weg und dann können wir uns die dicke Karte da kaufen mit der 7. Nice. Die können wir uns irgendwo hinbauen, dann wird sofort eine nachgelegt und dann kann man schauen, guck mal, die könnte man sogar upgraden, was nicht verkehrt wäre. Aber jetzt können wir haben zwar sehr Eine viel weitere Wissen. Ressource. Okay, scheiße. Und guck mal, die gibt uns jede Runde eine Ressource unserer Wahl. Wäre cool, wenn wir die noch irgendwie kriegen Das könnten. war jetzt auch schon Runde 3, ne? Genau. Also eine Karte können wir noch kaufen. Ah nee, wir haben Nee, nur noch können wir viel Weisheit und mehr nicht. Ja, wir sind schlau, aber können damit nichts anfangen. Schade. Na gut, ist ja nicht so Dann schlimm. geht das wieder los hier. Aber wir haben schon 10 auf alle Fälle. Ach, andersrum. Das ist ein Zweier. Das ist auch Ja. ein Zweier. Der gibt hier nochmal eine Träne für den Neuwurf, ne? Ja, okay. Ja. Sind alle jetzt nicht mehr so interessant Also ich tatsächlich, würde ne? auf die beiden gehen, weil da kriegen wir noch einen Drops und der ist halt leicht zu. Und da gibt es die Träne. Wir kriegen sowieso noch einen Drops, neue Runde. Genau. Frage ist, gehe ich mit den beiden hier drauf? Der geht da drauf. Dann habe ich hier zwei Aber du brauchst Würfel. da zwei, weil da zwei Ach ja, Slots sind. stimmt. Mit einem Würfel kann ich aber keine 8 würfeln. Nee, du könntest eine saure Träne ausgeben, einen sauren Drops und dann den Würfel noch dazu holen. Machen wir. Dann hätte ich 2. Hier hätte ich ja sowieso 2, 3. Oh, das wird diesmal eng. Weil ich würde gerne halt mit einem hier hingehen und einen sauren Drops dazu, dass ich zwei Würfel hätte auch. Und mit den beiden gehe ich halt hier hin. Damit wir die Ressourcen bekommen. Ja. Okay, dann fang du mal Man würfelt eigentlich irgendwie im so einen Uhrzeigersinn, ne? an. Ja, Da handelt man die Karten ab, wir ja, machen das gerade nicht. wir machen das immer hin und her. Aber das ist, glaube ich, auch nicht wirklich relevant. Komm, 8. Ist ja eh kooperativ, man spielt ja nicht7. gegeneinander. Das war nichts. Oh oh, das war knapp. Und der andere muss jetzt eine 10 sein. Nee, absolut gar nicht. Ne. Cool. Oh, das wird. Okay, zwei. Muss ich ja nur über. Ach Quatsch, gar nicht. Ich hätte noch mal Würfel. Egal, ich habe es ja geschafft. So, das haben wir gemacht. Er hätte zu viel Würfel gehabt. Ja, das hätte ich nochmal geschafft. Hier kriege ich zwei Würfel. Muss über eine acht kommen. Komm schon. Neun. Das war sehr gut. Siehst du, das, was Dennis nicht geschafft hat, habe ich rausgeholt für uns. Läuft. Hier kriegen wir einen sauren Drop. Ja. Und eine Träne für den anderen Dude. Und eine Träne für den. Und hier bekommen wir zwar nicht so viele Ressourcen, ein Gold und drei Äpfel insgesamt. Aber ja,
Ich hoffe, dass die neuen Monster nicht so schlimm sind. Okay, können wir was einkaufen, Dennis? Wir haben kein Gold, ne? Aber wir können Gold tauschen. Wir können tauschen, ja. Machen wir hier 3. Hier die 2 Äpfel zu 2 Gold. Mhm. Dann hätten wir 3 Gold und 4. Dann könnten wir die kaufen. Ja, okay, machen wir das. Dann holen wir uns die Karte. Was sagt die? Wir kriegen ein extra Higgledy. Ja. Cool. Ist ja nicht so, dass ich das war jetzt auch Runde 4 ist zu Ende, ne? Ja. Wir kriegen eine beliebige Ressource und einen sauren Drops. Den Higgledy haben wir ja schon dazu geholt. Oh, guck mal, wenn wir den besiegen, bekommen wir sofort eine Kingdom-Karte. Boah, cool. Aber der ist auch richtig stark, aber der ist magisch stark, den kann ich voll wegflitzen. Ja, dann würde ich sagen, dass du schon mal auf den gehst, weil der viel bringt. Okay, aber vorher lass uns erst die Ressourcen bekommen. Hier bekommen wir einen sauren Drops. Wir bekommen, achso, wir bekommen nur den. Wir haben das mit dem anderen nicht bekommen. Haben wir den Higgledy schon bekommen? Ja, das ist der. Vielleicht müsste ich meinen auch zurücknehmen. Der grüne. Die werden aus. Nee, die werden nicht ausgetauscht, die werden zurückgeholt. Okay. Die Higgledys machen wir auch mal. Oh. Ja, die sind richtig cute. In dem anderen waren das kleine Feen, die man hatte, glaube ich. Okay. Komm da. Und jetzt wird wieder aufgestellt. Ich gehe natürlich hier rauf. Und nimm alle. Wir haben noch einen extra Higgledy, vielleicht kannst du den nehmen. Los geht's. Das Problem ist, wir gehen den Feind, dann müssen wir unsere Trainer abgeben. Ja, das können wir machen. Und dann packe ich alles auf den alles hier, weil es ein Dreier ist ja. Und wir in der 5. Runde schon sind. Das ist die letzte Runde jetzt. Ja, grad, ne? Wenn die... Ja, dann kriege ich dafür 2, 3, 4, 5 Würfel. Wenn die zu Ende ist, wird halt gewertet, ne? Konsole Drops noch weg, dann kriege ich 6 Würfel. Willst du auch noch einen Würfel mehr? Ja, nehme ich nicht. Kann ich nicht. Habe nur 6. Wie ist das eigentlich, wenn man mehr als 6 kriegen würde? Würfelt man ja einen vielleicht neu. Du hast die Anleitung gelesen. Die Anleitung ist da, was das angeht, nicht so detailliert, wie man vielleicht sich wünschen würde. Ja, genau. Also solche Fragen sind 10, dann da so. 16, 20, 21. Ich habe besiegt. Herzlichen Glückwunsch. Ja, es ist eine klassische Steamforge-Anleitung, habe ich mir immer sagen lassen. Also da sind halt ganz viele Sachen, so was passiert, wenn man noch mehr Äpfel nehmen könnte, man hat nicht mehr welche. Dann denke ich mir so, ja, eigentlich würde das in der guten Anleitung drinstehen, dass man keine bekommt, aber man bekommt vermutlich keine, weil auch nichts anderes drinsteht. Und wenn du nichts nehmen kannst, was nicht da ist, würde ich sagen, kriegt man auch nichts. Ja. Ich würfel jetzt einfach mit 6. Das wird ja wohl hinhauen. Machen wir das so. 20. Okay. Das hätte auch ein weiterer Würfel nicht rausgehauen. Ne, das war richtig schlecht. Schade, der ist nämlich super stark. Ja. Oh oh. Wenn uns das nicht gerade gekillt hat. Ja, das könnte durchaus der Fall sein. Was kriegen wir denn in Ressourcen? 2 Gold, 2 Äpfel für die Karte. 3 Gold, einmal Wissen. So. Dann müssten wir ja die 2 nehmen. Boah, die wollen echt verdammt viele Äpfel haben, ne? Können wir nicht. Doch, wir können nicht 3 tauschen. Nein, du kannst uns 2 tauschen. Ja, wie ihr seht, wir haben verloren. No, das ist so heftig. Hätten wir den besiegt jetzt noch, wäre der halt auch noch aus dem Spiel raus, ne? Man hätte jetzt... Also wir müssen jetzt auf einen Wert von 11 hier kommen. 13, 15, 17, 19. Plus 5. Ja, 19 wäre das, wenn wir den, aber jetzt haben wir noch den plus 5, sind wir bei 24 und wir kommen gerade auf 13, haben nicht genug Ressourcen. Sag mal so, schäden die lieb. Das Spiel ist tatsächlich verloren. Aber es ist, wie ihr seht, der Ablauf ist relativ einfach. Man hat diese Questphase, also die Adventure-Phase nennt sich das. Man hat die Ressourcenphase, wo man die ganzen Ressourcen bekommt. Und man hat dieses Kingdom-Building, also man baut sein Königreich auf und dann replaced man alles. Es ist wirklich nur das. Das ist das Spiel.
Bevor wir es bestellt haben, haben wir auch nicht uns informiert. Wir haben es bestellt, weil ich betrunken war. Und ich habe es schamlos ausgenutzt. Irgendwie kamen wir auf das Thema, gibt es nicht sogar vielleicht ein Brettspiel zu dem Thema? Und Dennis googelt das, ja, gibt es. Oh, kann wir das nicht haben? Okay, ich bestelle das. Und 3 Uhr morgens im Internet. Und als es dann da war und als es gespielt wurde, war die Enttäuschung groß. Womit ich sagen würde, wir kommen direkt zum Fazit. Dennis, wie fandest du das Spiel? Also tatsächlich, ich finde es langweilig. Auch wenn wir es nicht geschafft haben. Aber das ist einfach super glücksabhängig mit den Würfeln. Ne? Ist ein Wiederspielwert für dich dabei? Ich habe das ja jetzt schon häufiger gespielt, auch mit den Kids auf meiner Arbeit. Die finden das auch langweilig. Ich finde es auch langweilig. Es kriegt auf alle Fälle, kauft es euch nicht, außer ihr seid Ni No Kuni-Fans und wollt euch das hinstellen, weil ihr Ni No Kuni-Fans seid. Aber für 30 Euro ist das einfach Abzocke. Also gutes Konzept, schlecht umgesetzt. Ja, das macht mich halt auch super traurig an diesen ganzen Lizenzspielen wie Sword Art Online, auch so ein Spiel, wo man sich denkt, es ist ein kleines Würfelspiel. Es sind die Charaktere von Sword Art Online drauf und das war's halt. Netter Gedanke und ja, da sind die Charaktere drin und das hypt super, super doll, also mich halt. Aber das Ganze, was du halt machst, es ist immer dasselbe, so wie hier. Klar, es ist kooperativ und also ich mag ja auch kooperative Spiele sehr gerne, aber es ist halt wirklich so immer dasselbe und ja, so wie Dennis sagt, sehr glückslastig, also es ist halt schon, also irgendwie fehlt da auch so diese Taktik, außer dass man guckt, was man sich kaufen kann, finde ich, und wie man die Monster vielleicht besiegt, ist nicht viel Strategie dahinter. Ja, und das ist, also es ist halt, das macht mich traurig, weil... Die Sache ist, hätte man Roland mitgenommen, dann kann man eine Karte, also auf die Karte, wo Roland gesetzt wird, die besiegt man automatisch, ne? Also das ist halt super, der Joker, der ist super stark. Mhm. Hätten wir den da einfach hingesetzt mit einem weiteren, wie viel brauchten wir überhaupt 2. auf der Questkarte? 2. Ja. Mit einem Hegeli, dann wäre die Quest schon erledigt tatsächlich gewesen, so, ne? Also die andere Figur, die wir sonst immer einsetzen, die ist halt super stark. Da haben wir nicht Würfeln braucht. Diesmal haben wir uns entschieden, den mal rauszulassen. Ich habe mich entschieden, weil ich sonst nehme den immer. Und ich dachte, jetzt möchte ich auch mal würfeln, weil sonst würfelt man selber gar nicht. Man schaut dann beim Würfeln zu. Es sei denn, du hast einen Hegel, die auf dem einzelnen ja, Spot, aber das passiert halt. Das ist super selten, dass man das eigentlich macht. Und man merkt halt, wenn Roland nicht da. Roland. Er heißt Roland. Nicht dabei ist, dann ist das halt schon wieder super schwierig. Ja. Wobei Evan ja eigentlich die Hauptfigur in diesem ganzen Szenario ist und eigentlich dafür dann wiederum relativ schwach, aber er ist halt eben auch im Spiel beim Kämpfen schwach. So wie in Ni No Kuni alle Hauptcharaktere sich erstmal beweisen müssen, um stärker zu werden. Ist halt der Magier in der Gruppe. Aber ja. Genau, mich macht das halt ein bisschen traurig, dass diese Spiele, also mir hat das PlayStation-Spiel super gefallen, die Story ist so unglaublich niedlich und besonders im ersten Teil so herzerwärmend, dass die halt aus solchen Lizenzen einfach nichts rausholen. Das ist so schade irgendwie. Ist nicht böse gemeint, aber ich meine, es gibt so viele tolle Spiele, die bei uns auch hinten im Regal stehen, wo man sich denkt, jo, das spiele ich jederzeit wieder mit dir, weil das Spaß macht einfach. Und dieses Spiel macht einen einfach nur traurig nachher, weil es ist innerlich einfach nur am Weinen, weil es halt nicht mehr mitbringt. Nee, ist auch eine Lizenzgurke, ja. Also da kann man gar nichts anderes. Das kann man einfach nicht schönreden. Was Steamforge da gemacht hat, ist Crap. Ja. Naja, so viel dazu. Falls ihr das Spiel habt, schreibt es doch mal bitte in die Kommentare. Vielleicht habt ihr eine ganz andere Meinung dazu und sagt euch, nein, Lisa und Dennis, ihr habt nicht recht, das Spiel ist so toll. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also uns hat es nicht so geflasht. Aber was ich sagen muss, ich habe wieder Bock, das Spiel zu spielen auf PlayStation. Ja, das habe ich auch jedes Mal, wenn ich das hier in den Händen hatte, denke ich mir, aus die PlayStation an und schreibst durch die Lande. Ich bin ja auch schon relativ weit. Ich habe, glaube ich, 60 Stunden oder so. Ey, du verlierst dich in diesem Spiel. In diesem Spiel reingehauen. Ja. Und dann habe ich irgendwie kamen 1000 Sachen dazwischen. Und dann kam Spider-Man, God of War, da mussten andere Spiele gespielt werden. Und ja. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, ne, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da, wenn ihr Bock habt, hilft uns endlich die 1000 zu erreichen. Vielleicht schaffen wir es ja noch. Vielleicht schaffen wir das noch, unser Ziel ist das für nächstes Jahr auf alle Fälle. Ja, genau. Und erzählt es euren Freunden. Je nachdem, wann ihr das Video gesehen habt, wünsche ich euch einen guten Morgen, eine schöne Nacht, einen wundervollen Nachmittag oder einen brillanten Abend. Bis dann. Ciao.